Thank you.
deine Mama mit ihr im Garten rumspielen. Der hätte sogar einen Garten. Das ist auch schon das Beste hier. Auf einmal stehen wir aus dem
steigen da aus, dann gucken wir halt, wie es das ist. Das ist das Wort. Auf dem Wort der Wahlhöhe. Dann steigen wir da aus. Und das, der Bus rennt ja nicht aus. Das ist ja schon ein Glück. Sagt so, okay, das macht bei uns, bei denen mehr Sinn als bei uns in Deutschland. Und dann sehe ich das und dann so, das macht. Aber die haben halt keine extra Fahrradtext, ja? Also ja. Vielleicht ist es auch gar nicht nach Hause, weil der Bus muss alle paar Minuten halten. Genau. Und dann ist es vielleicht für den Fahrradfahrer entspannt. Der Bus kommt ja durch, der kommt, da ist ja kein Stau. Der ist immer pünktlich. Das ist also, was man denken muss. Und wenn es im Verkehr nicht auch. Genau, ja, genau. Ich glaube, die Fahrradfahrer sind in der Hinter dem Bus und der Vorder dem Bus. Manchmal beruhigter Bus. Ich kann ja nicht sagen, ob das gut ist oder nicht. Ich weiß nicht. Der Gedanke war ja so ein bisschen für die Leute, die nicht hier waren, denen es mal zu zeigen. Also ich fand es mega cool, ja. Weil ich war ja 6 Jahre davor. Irgendjemand hat es organisiert, oder? Ingwer, ja. Hat mich mal
teilweise gelebt. Ja, ja, ja. Und jetzt in der Nähe. Also das war so krass. Wir haben ihr dann auch alle so was geschenkt als Dankeschön. Weil wir waren alle ohne sie aufgeschmissen. Selbst wir haben jetzt gesagt, okay, Maria, jetzt sind wir vier Tage auf dem Fünftagsspiel so gekommen. Mit aus Deutschland aus Tickets geholt, das geholt. Also es war gar nicht spannend. Sie war so viele Erzieherin. Wir sind alle in der Subway. Und ich war immer eine der letzten. Sie hat die Tür aufgehalten, auch Subway, bis alle einsteigen. Also so. Thank you.
Vielleicht geht der auch mal. Na, bleib doch, das wird schon der. Schau, du kannst ja hinter mir stehen, du musst ja nicht jetzt über mich drüben tragen. Please take your belongings with you. Wir müssen uns zersplittern, okay.